So, und damit herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Fallout 4 hier bei mir auf dem Kanal. Und ja, wir haben uns zusammengefunden, um Imogen zu finden. Ich mache mal ein Bild für euch. In der letzten Folge haben wir die Quest abgegeben. Wo sind die? Aus dem Feuer? Nee. Jetzt scheinbar direkt nahtlos gewechselt. Die hieß Sonderlieferung, meine ich. Komisch. Naja, die auf jeden Fall der Ries, die hieß Sonderlieferung. Und das ist das so komisch sortiert. Selbstvertrauen ist alles aus dem Feuer. Die haben doch schon ewig her, wo wir die gemacht haben. Verstehe ich nicht ganz. Naja. Werden auf jeden Fall rausfinden, woran das liegt. Keine Ahnung, bin ich mir jetzt auch nicht so sicher. Auf jeden Fall haben wir in der letzten Folge, ja, ich meine, Sonderlieferung gemacht für Jack Cabot. Und die haben wir abgegeben und haben wir dieses Serum geholt. Und jetzt haben wir ein Gespräch mitgekriegt, dass Jack Cabots Schwester verschwunden ist. Und ich denke mal, dass wir die suchen müssen. Du solltest nicht so nachsichtig mit dir sein. Da steht die Rüstung, alles klar. Das nächste Mal wird es noch schwieriger mit ihr. Ich mach nur meinen Job. Apropos, das ist alles, was von der letzten Lieferung aus Parsons übrig ist. Die Raider haben sich leider den Rest geholt. Ah, gut. Endlich. Das wird meine Mutter beruhigen. Imogen ist Jacks Schwester. Das hast du dir sicher schon gedacht. Sie ist etwas flatterhaft, impulsiv. Von Zeit zu Zeit verschwindet sie. Normalerweise mit einem neuen Liebhaber. Dann schicke ich jemanden los, der sie zurückholt. Cool. Weißt du, wohin sie gegangen ist? Sarkastisch, großartig. Die Schwester ist noch verrückter als Jack. Ich mach mal die sarkastische Antwort. Großartig. Die Schwester ist noch verrückter als Jack. Sie ist nicht verrückt. Sie will nur, dass die Welt anders ist, als sie ist. Ich weiß nicht, wo sie hin ist. Aber ich weiß, wo du mit der Suche anfangen solltest. Sie hat viel Zeit im Good Neighbor verbracht, im Jazzclub dort, dem Third Rail. Dort wird jemand sicher was wissen. Sie ist nicht für ihre Verschwiegenheit bekannt. Okay, danke. Was ist, wenn sie nicht nach Hause kommen will? Okay, ich fange in Good Neighbor an. Dann suche ich mal nach der verrückten Schwester. Alles klar, dann gehe ich nach Good Neighbor. Und was ist, wenn sie nicht nach Hause kommen will? Was ist, wenn sie nicht nach Hause kommen will? Als Teil der Familie kann man sie nicht einfach bewusstlos schlagen und nach Hause schleifen. Normalerweise langweilt sie die ganze Sache schon längst, wenn ich jemanden losschicke. Und sie kommt freiwillig mit zurück. Dir wird schon was einfallen. Du sollst doch gewitzt sein. Schon vergessen? Okay, also dann auch noch Good Neighbor. Das wirkt überhaupt nicht wie eine Falle. Okay. Piper spricht das aus, was ich denke. Was? Mich hat deine Theorie über die alten außerirdischen Zivilisationen fasziniert. Was passiert eigentlich in dieser alten Irrenanstalt? Wie hat dein Vater geschafft, in einer völlig zerstörten Welt nach Arabien zu reisen? Schickes Anwesen, erstaunlich, dass es den Krieg überstanden hat. Wie hat es dein Vater geschafft, in einer völlig zerstörten Welt nach Arabien zu reisen? Tja, das war noch vor dem Krieg, als er ein junger Mann war. Komm schon, der Krieg war vor 200 Jahren. Wie ist das möglich? Der Krieg war vor 200 Jahren. Das ist unmöglich. Der Krieg ist 200 Jahre her. Wow, dein Vater ist ziemlich alt. Wow, dein Vater muss ziemlich alt sein. Nun, ja, das ist er. Die meisten Menschen verstehen nicht, wie lange der Krieg schon her ist. Das ist eine ungewöhnliche Situation, aber das ist eine Familiensache, die dich nichts angeht. Gibt es sonst noch was? Was passiert eigentlich in dieser alten Irrenanstalt? Was passiert eigentlich in dieser alten Irrenanstalt? Ich führe dort einen Teil meiner Forschung durch. Mehr musst du nicht wissen. Okay. Je mehr ich weiß, desto besser kann ich meinen Job erledigen. Je mehr ich weiß, desto besser kann ich meinen Job erledigen. Nun ja, das mag schon stimmen. Mein Vater ist in Parsons eingesperrt. Zu seiner eigenen Sicherheit und der aller.
Er wurde gefährlich und labil, nachdem er ein altes Artefakt in Arabien gefunden hatte. Ich habe mein Leben lang versucht, ihn zu heilen. Noch weitere Fragen? Schickes Anwesen, erstaunlich, dass es den Krieg überstanden hat. Schickes Anwesen, erstaunlich, dass es den Krieg überstanden hat. Danke. Ich versuche es nicht als selbstverständlich zu betrachten. Wir hatten auf jeden Fall mehr Glück als viele andere. Es ist nicht leicht, den Vorkriegsstandard aufrechtzuerhalten. Aber wir tun unser Bestes. Gibt es sonst noch was? Ja, die Theorie jetzt vielleicht noch. Mich hat deine Theorie über eine alte außerirdische Zivilisation fasziniert. Eigentlich war es die Theorie meines Vaters. Jetzt ist sie ohne Zweifel bewiesen. Aber leider nur mir gegenüber. Heutzutage werden kaum noch archäologische Zeitschriften veröffentlicht. Ja, das stimmt. Hast du denn Beweise? Welche Theorie hatte dein Vater? Denkst du, dass dein Vater eine vergessene außerirdische Zivilisation gefunden hat? Sagst, dein Vater hätte eine versunkene Stadt gefunden? Atlantis? Fragezeichen. Hast du denn Beweise? Hast du Beweise? Für mich sind sie ausreichend. Wegen seiner Krankheit konnte oder wollte mein Vater den Ort der versunkenen Stadt nicht preisgeben. Also musste ich meine Studien auf das beschränken, was er von seiner ersten Expedition mitgebracht hat. Aber das reichte aus, um ohne Zweifel zu beweisen, dass die von ihm gefundene Stadt nicht von und für Menschen gemacht war. Jahrtausende älter als die frühesten menschlichen Zivilisationen. Aber mit Technologie, die der unseren scheinbar weit voraus war. Und trotzdem ist alles daran seltsam. Beunruhigende Geometrien, nicht für Menschen handgefertigte Werkzeuge. Schnitzereien, die auf viel größere Dimensionen hindeuten. Okay. Welche Theorie hatte denn dein Vater? Welche Theorie hatte dein Vater? Er glaubte, dass die frühen menschlichen Zivilisationen gemeinsame Vorfahren hatten, die der Geschichte nicht bekannt sind. Denk an Atlantis, die Legende einer fortschrittlichen Zivilisation, die durch eine Naturkatastrophe unterging, ist unter vielen alten Kulturen weit verbreitet. Schließlich fand er, wonach er suchte. Eine versunkene Stadt im Sand des leeren Viertels der arabischen Wüste. Okay. Du sagtest, dein Vater hätte eine versunkene Stadt gefunden. Ja. Er hat jahrelang gesucht und war von vielen Experten belächelt worden. Sogar ich zweifelte an ihm, was ich beschämend zugeben muss. Aber schließlich fand er sie. Eine versunkene Stadt unter dem Sand der Rubalkali begraben, dem leeren Viertel Arabiens. So. Ich wollte dich was anderes fragen. Gut. Ich muss los. Gut. Ja, sehr gut. Prima. Hat das jetzt gerade geklappt? Ansonsten, ich will jetzt auch nichts stehlen hier oder so. Man müsste die Rüstung einpacken können, das wäre so gut. Es gibt eine Mod, da kannst du das bis zu 10 Stück kannst du in den Tasche packen. Ich habe schon überlegt, ob ich mir die drauf mache. Weil ich will ja eigentlich nicht die ganze Zeit in der Rüstung rumlaufen. Unfassbar, wie herzlos Jack seiner Schwester gegenüber sein kann. Warum tut Emojin mir das nur an? Vampir, guck mal, wie rote Augen die hat. Na gut, wahrscheinlich verheult. Wir werden deine Tochter finden. Keine Sorge. Wir zusetzen alles daran. So, wir müssen auch mal leveln, die, ich muss mal zurück nach Dings. Ich glaube, die Folge heute werde ich in Sanctuary beenden. Ich muss mal wieder ein bisschen am Haus bauen, offscreen. Und dann muss ich ja mal hier mal leveln mit euch zusammen. Und ich muss auch mal ein bisschen Zeug sortieren und so ein Kram. Nachricht von Wautek. Schaltet das Radio. Oh, ich muss. Das hast du auch gesehen, oder? Nee, nee. Was? Oh Gott. Wir sollten nachsehen, ob jemand verletzt ist, oder? Okay. Dann, ich hab gar nicht mitgekriegt, da gab es einen Absturz scheinbar. Radio. Voltec Notsignal. Hier ist eine Aufzeichnung. Die Nachricht wird in 3 Sekunden wiederholt.
Hilfe! Das ist die einzige Aufzeichnung. Sie werden mich töten! Dies ist eine Aufzeichnung. Die Nachricht wird in 3 Sekunden wiederholt. Das ist ein Witz. Hilfe! Na, nur Hilfe. Sie werden mich töten! Das Imogen, Good Neighbor. Dies ist eine Aufzeichnung. Die Nachricht wird in 3 Sekunden wiederholt. Hilfe! Nichts zu sehen, ne? Ich weiß es nicht, was die genau meinen. Also, Piper hat ja was gesagt. Sie werden mich töten! Was ist mit dem Wachbot? Okay, wir schalten mal auf Vault 88, Funkgleitstrahl. Signal aus Vault 88. Authentifizierungscode Impish. Vault 88 Notfalleinstufung. Warnung zu unbestimmter Integritätsverletzung. Sämtliche verfügbaren Vault 10 Mitarbeiter müssen laut Notfallprotokoll VT76 Hilfe leisten. Wiederholung der Nachricht. Das Vault 81. Ich dachte, das sind unsere Freunde. Die. Okay. Dies ist ein Notfallsignal aus Vault 88. Authentifizierungscode Impish. Vault 88 Notfalleinstufung. Warnung zu unbestimmter Integritätsverletzung. Sämtliche verfügbaren Vault-Mitarbeiter. Ich denke mal, Imogen kommt da nochmal kurz noch in der Bar alleine klar. VT76 Hilfe leisten. Wiederholung der Nachricht. Da kann ich nicht hinreisen, ne? Nee, da können wir nicht hinreisen. Ist die Straße. Wir werden natürlich am besten mit den Straßen entlang laufen hier. Also ich spawn zu der Highschool und dann laufen wir den Rest. Ich habe aber nicht so viel Munition dies im Moment dabei. Dies ist ein Notfallsignal aus Vault 88. Authentifizierungscode Impish. Imogen wird ja, die ist ja in der Bar, da passiert ja nichts. Die ist ja Good Neighbor. Und da passiert ja nichts. Und wenn Vault 88 Hilfe braucht, müssen wir loslaufen. Und 88 klingt so... irgendwie so ein bisschen falsch. La 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 la. Das haben wir leider den Neonazis zu verdanken in der Tat. Weil mit verschiedenen altdeutschen Schriftarten oder sieht halt das 88 wie SS aus. Und da freuen die sich natürlich einen Ast. Vault 88 Notfalleinstufung. Warnung zu unbestimmter Integritätsverletzung. Da sind sie wieder! Sämtliche verfügbaren Tech-Mitarbeiter müssen laut Notfallprotokoll VT76 Hilfe leisten. Holen! Holen! Dies ist ein Notfallsignal aus Vault 88. Okay, ich schalte jetzt mal das Notfall-Audio ab. Und wir können aber mal... bisschen lizenzfreie Musik, bisschen Party-Mucke können wir ja mal anmachen ab und zu. Hört sich viel zu selten. Ich muss nochmal Radio hier runterstellen. Das ist alles lizenzfreie Musik, da kann nichts passieren, diesmal in dem Fall. Nimm dir mal dein Zeug weg. Schon irgendwie cool. Da ist ein Red Rocket da vorne. Aber da müssen wir auch lang in die Richtung.
Können wir die Quest schon mal abschalten, die von Imogen. Auf dem richtigen Weg. Ist zwar ein Stück zu laufen, aber wir müssen ja die Karte, den ersten Weg tun wir ja immer laufen. Südposten, Militärkontrollpunkt. Aktuelle Befehle, was können wir da uns angucken? Komplettes Echo, Infanterieregiment. Bericht fürs Protokoll, Durchsuchung und Beschlagnahmung. Am 1. August 2077 müssen alle Fahrzeuge, die nicht diesen Kontrollpunkt passieren, angehalten und kontrolliert werden. Bei der Kontrolle dürfen verdächtige Fahrzeuge vollständig auseinandergenommen werden. Die Bürger müssen während der Kontrolle in den vorgegebenen Bereich warten. Jedweile Kommunikation ist zu keinem Zeitpunkt erlaubt. Die Bürger dürfen sich zu keinem Zeitpunkt am Fahrzeug zu schaffen machen, bis die Kontrolle beendet ist. Okay, jetzt war also hier eine Kontrolle von vom Militär, warum auch immer. Die haben irgendwas gesucht scheinbar. Unendlich, das ist noch theoretisch. Ist noch, ach, komm, wir gehen jetzt. Eigentlich wollte ich die Imogen suchen. Scheiße, Mann. Das ist ein altes Kackspiel, wirklich. Oh, Russ. Oh, Bären, scheiße. Geil. Oh. Aua. Aua. Das ist ja giftig, Mann. Der Kerne dabei, der Wachbord, aber ich glaube, die haben auf jeden Fall Kerne dabei.
Du aber auch, meine Gute. Drei Fusionskerne. Eins. Na gut. Haben wieder ausgeglichen, die zwei, die wir letzten zwei Folgen verbraucht haben, sozusagen. So, jetzt gucken wir mal, wie noch die zwei Typen abluten. Die ganze Knarren sind leer hier. So, genug Radio. Was immer, für einen Moment. Ich würde gerne die Originalradio ausspielen, das tut mir sehr leid, aber das geht nicht. Weil, es gibt da Lizenzprobleme, also das habe ich ja schon mal erläutert, warum das scheiße ist. Also ich kann es logisch, ich kann natürlich auch Lizenzmusik drin lassen. Da wird der eine oder andere sagen, ja, das ist doch bei YouTube, das geht doch, das ist kein Problem, da kannst du halt nur nicht monetarisieren, da kriegst du keine Werbeeinnahmen und nix. Punkt 1. So viel aufgeworfen haben die Videos meistens nicht, dass da irgendwie Werbeeinnahmen generiert werden könnten dadurch. Punkt 2 ist einfach, dass der Lizenzinhaber irgendwann mal sagen kann, ich möchte das jetzt nicht mehr, dass mein Lied da gespielt wird. Und dann kann es unter anderem passieren, dass gestrikt wird einfach. Und das möchte ich nicht, ehrlich gesagt. Also versuche ich immer lizenzfreie Musik oder die zum Spiel gehörende Musik zu verwenden. Und das hat eigentlich bis jetzt immer geklappt. Beug dich, dreckiger Ghoul. Schmeißt du mit der Granate, mit dem Molly, wenn ich hier stehe, sag mal. Piet. Das weiß ich nicht, andere Journalisten kenne ich nicht, also dich. So, eingesammelt, natürlich. Wir müssen mehr mal mit dem, gerade bei Ghule muss man mehr mit den Mini-Waffen arbeiten, das ist alles zu teuer, die Munition. Ich soll die Munition aufheben für die schweren Gegner. Würde ich sagen. So, da in die Richtung müssen wir. Supermutanten Funknachricht Signal erhalten. No. Heißt doch nicht. Aua. Müssen aber vernünftige Mini-Waffen benutzen, um zu besorgen. Die Flanke ist schon nicht schlecht, aber die machen nicht das Gelbe von. Ey. Ein Superhammer wäre geil. Den ist immer gelohnt. Oh, das ist Piper. Ich wollte ja schon vor den Kopf hauen. Das hätte ich aber nicht überlebt mit der Blanke vom Kopf. So, weiter geht's. Ich glaube, ich gehe in die richtige Richtung. Eigentlich würde ich gerne auf der Straße gehen. Jo, komm Piper, wenn du mit mir redest, dann bleib dran. Hör dich sonst nicht. Was gibt's hier? Dann wollte ich gerade sagen, das sieht aus wie ein Power-Rüstungsstand. Aber wir sind der Grund dafür, dass ich nur ungern Wasser trinke. Legt einen Kopf auf den Grill. Alter, was ist denn hier los? What the fuck? Was hast du vor? Ja. Verrate ich dir doch nicht. Ein Fight im Gange. Oh, gelasert. Oh, Wirty Bird. Das ist der Absturz von eben.
Komm, wir haben eh, die Folge ist eh versaut. Geh da mal hin. Im Busch drin, ich sehe nichts, Mann. Was, Devil, wo kommen die denn alle her, Mann? Also bei Fallout 76 hast du ja diese einzelnen, also bei Fallout 76, bei der Fallout First hast du ja, was ist denn da oben Phase? Hey, da draußen ist was. Event Warnung. Da draußen ist was. Okay, mit denen kann ich eigentlich reden. Mit der Omi drauf. Oh. Entdeckt Hyde Park. Nein, ich kann nicht mehr tragen. Na super. Ein Mr. Handy, ein Staubwedel und in, sagen wir, 100 Jahren ist dieser Ort hier wieder blitzblank sauber. Geil. Wo sind Sie hin? Das denke ich mir jedes Mal, wenn ich irgendwie zu Hause, keine Ahnung, mir die Wohnung angucke. Ein Mr. Handy, ein Staubwedel und in 100 Jahren ist die Bude wieder sauber. Mir gehen die alles kaputt, dummerweise. Ich weiß nicht warum. Vielleicht weil meine Kampfbegleiterin die ganze Zeit Granaten wirft. Wie so eine Besenkte. Scheiße! Wo ist die überhaupt? Ich muss ja mal Sachen geben. Ich weiß, dass du hier bist. Ich werde dich finden. Du gibst nicht auf, was? Tanzen wir! Kann ich rennen? Nicht zu lange aufhalten, ja, sehe ich auch so. Lass uns gehen. Hier gibt's wahrscheinlich auch nichts. Piper, wo bist du? Oh Mann, komm zurück! Ich hatte gerade voll den Spaß! Piper, wo bist du?
Zeig dich! Los! Ja. Wenn du dich traust! Nichts mehr zu sehen von ihm! Mine! Ich kann aber auch nicht abhauen. Ich kann weder rennen noch sonst irgendwas. Echt scheiße. Komm her, Piper. Hey. Wohin? Klar, Handel. Schau's dir an. So, die hat natürlich und so. 38er. Aber so viel, die müssen wir dann mal zu Hause lassen. Wie gesagt, ich habe dich eben mal versucht anzureißen. Wir haben im Fallout 76 die Möglichkeit, im Fallout First so spezielle so Kisten zu erwerben. Und da kannst du sortierte Sachen, also nur Munition zum Beispiel, das sind so sortenreine Kisten. Ich will mal gucken, ob es die hier auch gibt als Mod. Das wäre echt gut. Aber ich beim Storage würde ich gerne auf Mods verzichten. Damit uns da nicht irgendwas passiert. Also falls hier irgendwie mal, keine Ahnung, da irgendwas... Wenn ich, keine Ahnung... Falls, mal irgendwie 3 Monate die Mods nicht funktionieren. Okay, die ist auch voll. Sehr gut. Und wir? 280 von 280. Kann ich jetzt rennen? Hoffentlich hast du keinen Durst. Ja. Ne, ich hab keinen Durst. Ja, aber deswegen würde ich gerne auf Mods verzichten. Ich würde halt nur gerne wie so eine Art Sortierung haben, dass ich halt das in eine Kiste schmeißen kann und dann mal gucken, was da so ergibt. Was ich da noch, was da noch für Mods gibt, da gucke ich mir das nochmal an. Theoretisch kann man auch selber eine Mod schreiben mal, aber ich habe jetzt eigentlich im Moment auch nicht so viel Zeit für sowas. Foundry Chart Tool. School, natürlich. Da ist wer. Oh nein. Gute. Wiedersehen. Sehen die so eklig aus? Ich loot die jetzt nicht, ich habe keinen Platz. Ich werde zwischen den Folgen mal schnell heimreisen. Ist echt blöd. Aber ich will halt nicht mit Gewicht, nicht mit so viel Gewichtsmods arbeiten, so richtig. Weil das ja alles überflüssig macht, was es hier so gibt. Es gibt ja Sachen mit Taschen und was weiß ich und Skills, wo du mehr tragen kannst. Das machst du ja alles überflüssig mit Mods, die das Gewicht verbiegen. Das möchte ich eigentlich ehrlich gesagt nicht. Bei Skyrim haben wir zwar auch so eine kleine Mod, wo so die Bücher nichts wiegen, damit ich die ganzen Bücher dabei haben kann. Hebt mal ab. Wo? Du schießt hier auf den Wirtibird. Also wirklich. Manchmal bist du komische Pipe. So, und da kriege ich gerade aus dem Off mitgeteilt, dass in einer Minute die Folge zu Ende ist. Selbst das nicht mehr, wenn mein Saft ausgeht. Erbärmlich. So, das ist mir auch der Arm kaputt gegangen. Aber wir sind am Ende der Folge angekommen. Wir sehen uns dann natürlich in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Fallout 4. In dem Sinne bedanke ich mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.